Servus und herzlich willkommen bei Ruby on Walletour. Mein neues Video richtet sich besonders an Einsteiger in die Kastenwagen- und Wohnmobilwelt und insbesondere an Malibu-Neulinge und Kastenwagen-Neulinge, die auf der Suche nach Anregungen sind, was man alles an diesem Fahrzeug verbessern könnte. Schaut mal rein. Folgende Schwerpunkte werde ich in diesem Video behandeln. Erstmal die Grundausstattung meines Malibu und Informationen über das Fahrzeug. Und dann werde ich euch erzählen und zeigen auch, welche Verbesserungen ich vorgenommen habe, bezogen auf das Fahrzeug, bezogen auf die Sicherheit, dann im Innenraum, dann Verbesserungen punkto Sanitär und Heizung, dann auch Themen Wasserhygiene und Elektro und Energie und ganz am Schluss dann noch einige Punkte Praktisches zum Thema Campen. Also seid gespannt, was kommt. Erstmal zum Fahrzeug. Der Malibu ist aufgebaut auf einem Fiat Ducato, Baujahr 2021, haben wir also Ende 2020 gekauft, im Dezember zugelassen und ist aber schon Baujahr 2021. Er hat 160 PS und Euro 6D Norm, Hubraum 2,3 Liter, ein Automatikgetriebe mit der neuen G-Tronic und ein eingebautes Zenec Navigationsgerät. Dieser Fiat Ducato ist bereits mit AdBlue-Ausstattung. Da zeige ich euch dann hernach noch was zum AdBlue-Tank. Das ist umweltschutztechnisch ist das völlig in Ordnung so, dass hier AdBlue nachgefüllt werden muss. Allerdings sind die Nachfüllintervalle, ich kann jetzt sagen, nach ungefähr 25.000, 26.000 Kilometer, die ich gefahren bin in den letzten 3 Jahren, hat sich so ein Schnitt ergeben von 2.500 Kilometer, dann müssen wieder 10 Liter AdBlue nachgefüllt werden. Ich habe am Fahrzeug ziemlich bald die LED-Scheinwerferlampen nachrüsten lassen, weil die alten Scheinwerfer waren mir zu schwach, zu funselig. Und ich habe dann einbauen lassen von Osram Nightbreaker H7 LED. Das ist auch rechtlich zulässig, die einzubauen. Man muss nur eine Beschreibung mitführen, falls mal kontrolliert wird. Aber normal ist das völlig in Ordnung, kann man so wunderbar einbauen. Als nächstes habe ich hier die Dometic Rheintec RT100 einbauen lassen. Das ist eine Regenrinne, und die aber gleichzeitig mit LED beleuchtet werden kann, die auch dimmbar ist. Und der große Vorteil ist, dass wenn man die Schiebetür öffnet und es regnet, dann nicht die ganzen Wassertropfen dann nach innen tropfen ins Fahrzeug rein, sondern diese Rheintec fängt praktisch das Wasser auf, leitet es ab und gleichzeitig hat man auch eine gute Beleuchtungsmöglichkeit. Das ist dann ziemlich praktisch. So, als nächstes schauen wir uns die AdBlue-Verriegelung an. Der AdBlue-Tank, ich mache mal hier den Tank auf. Oben sehen wir den Einfüllstutzen für den Diesel, fürs Diesel. Und drunter ist der AdBlue-Einfüller. Und der AdBlue-Einfüllstutzen ist normalerweise nicht gesichert. Das heißt, irgendwelche findigen Leute könnten hier die Klappe öffnen, die ist ja auch nicht verriegelt, und dann den AdBlue-Regler aufmachen und dann irgendwas reinschütten oder abzapfen. Und so, wenn wir hier, habe ich mir hier die Verriegelung gekauft. Das heißt, ich nehme hier den Einfüllstutzen vom den Tankdeckel ab und habe dann hier diese Metallplatte, und die ist also nicht so leicht zu knacken. Man sieht, die ist auch ziemlich stark und die verdeckt praktisch hier den Deckel vom AdBlue Einfüllstutzen. So legt man das drauf und der Tankdeckel, der wird ja verschlossen und sichert damit auch den AdBlue Einfüllstutzen ab, sodass da keine Dummheiten gemacht werden können. Ja, was wir von Anfang an einbauen lassen haben, ist eine Titronic Einbruchsicherung, die Vipro 3 Safe Look von Titronic Profinder. Dann ein Titronic Vernetzungsmodul, das Alarm bei Türen und Fenstern auslöst, wenn da was unrechtmäßig gemacht wird. Und mit GPS. Das heißt, wir haben auch eine Verriegelungsmöglichkeit
von außen mit dem Smartphone, mit der Watch, das ist insofern ganz praktisch, wenn man zu zweit unterwegs ist. Einer hat jetzt gerade den Fahrzeugschlüssel, der die eigentliche Entriegelung für die Sicherung ist. Und jetzt kommt der andere, geht getrennt irgendwo hin und dann kommt eine Person, die den Autoschlüssel nicht hat, zum Fahrzeug zurück und kann dann eben mit der App oder mit der Apple Watch die Entriegelung aufmachen oder zumachen. Und ich drücke jetzt auf Verriegeln. Zack, und dann ist sie zu. Und hier gehe ich drauf. Und sie ist wieder geöffnet. Das ist sehr praktisch. Man kann auch mit, wenn man zum Beispiel zum Schwimmen geht und möchte nicht den Fahrzeugschlüssel mitnehmen, da kann man auch mit der Watch, die ist ja wasserdicht, zum Schwimmen gehen und das Fahrzeug verriegeln. Und wenn man zurückkommt, kann man wieder aufmachen und muss nicht den Schlüssel, der ja doch ein bisschen Platz einnimmt und ein bisschen klobig ist, kann man den wunderbar mitnehmen. Also eine ganz praktische Geschichte. Ja, das nächste, uns hat immer gestört, dass der Boden im Malibu ja, ein bisschen kalt ist. Und deswegen haben wir dann rumgesucht und haben dann im Internet gefunden, dass es einen Hersteller gibt, die Firma Mertex, die also solche Teppichböden nach Maß macht. Und man sieht hier, das sieht also richtig super aus, das ist ganz genau nach Maß gemacht. Die kleinen Winkelchen, die wir da haben, das haben wir alle, Kastenwegen, sind wunderbar ausgeschnitten worden. Und so haben wir hier bis hinten zum Einstieg ins Bett überall einen Teppich nach Maß, der ist sehr angenehm, ist ja eingefasst mit dieser roten Kordel und der lässt sich auch sehr, sehr gut reinigen, also kann man gut absaugen und ist auch schmutzunempfindlich, also eine tolle Geschichte. Ja, ein Problem von Malibu ist der Verschluss, der Schnapper hier der Badtüre. Man sieht, wenn man die zumacht, der müsste eigentlich hier so einschnapfen, das macht er jetzt auch. Aber das Problem ist, die Türe ist ziemlich schwer. Also ich habe sie noch nicht gewogen, aber ich habe mir sagen lassen, sie wiegt ungefähr 15 Kilo. Und natürlich, das geht ja alles. Und wenn man fährt, ist natürlich da auch immer Bewegung drin. Das ist ja nicht alles aus Stahl und fest. Und was da eben passieren kann, ist, dass dann während der Fahrt die Türe wieder aufgeht. Und dann geht die halt je nachdem immer auf und zu. Und das ist eine Elendschlagerei. Also das ist ziemlich unangenehm. Da oben, ich gehe mal kurz nach innen rein, kann es euch zeigen, da oben ist dieses Rädchen, hier kann man aufmachen, man sieht es ein bisschen, da kann man aufmachen, kann das einstellen, das hilft in vielen Fällen schon, aber es hilft nicht immer und deswegen hat dann unsere Werkstätte festgestellt, dass genau diese Wand hier, dass die verbogen war, die hatte also eine Krümmung wie eine Banane und aus dem einfachen Grunde wurde dann hier hinten, man sieht es hier, ich deute da hin, hat er dann hier so eine Leiste eingeklemmt, das ist hier die Stütze von der Rückenlehne hier, vom Kopfteil und damit ist dann eine Spannung drauf und diese Wand wieder nach innen gedrückt und damit ist die Kiste wieder fest. Also vielleicht habt ihr ähnliches Problem und möglicherweise ist das dann auch eine Lösungsmöglichkeit. Und hier im Schlafbereich, wir haben ja den 600er Malibu mit 6 Meter Länge. Das heißt, dass wir Querbetten haben, wie man hier sieht. Und nachdem uns das alles noch ein bisschen zu kalt war, haben wir uns hier eine Vorhangstange gekauft. Und meine Frau hat dann die Vorhänge umgenäht, die kriegt man so fertig hier mit diesen Ösen und hier haben wir auch noch eine Vorhangstange montiert, sodass das Ganze ein bisschen wohnlicher ausschaut und gleichzeitig auch dann im Winter ein bisschen Wärmedämmung ist oder wenn es in der Übergangszeit, Frühjahr und Herbst, dämmt es ein bisschen und man kann das aber sehr praktisch aufmachen und dann wieder durchlüften, wenn es einem zu warm wird. Ja, ganz neu, jetzt erst vor ein paar Wochen eingebaut, ist die Neuentwicklung von Perfect Van, nämlich die Trockentrenntoilette und die ist
letztes Jahr entwickelt worden. Dann ab Sommer liefen einige Prototypen mit in der Testphase und seit Herbst ist sie bestellbar und wir haben dann im Anfang Dezember, jetzt ist Januar, wir haben dann Anfang Dezember die Trockentrenntoilette einbauen lassen von Perfect Van. Und der große Vorteil ist, dass man die ursprünglich eingebaute Toilette, die von Tedford, dass man die ausbauen kann und dass die Trockentrenntoilette von Perfect Van genau auf die Bodenplatte drauf passt. Das heißt, da muss also nichts geschnitten oder verändert werden, sondern die passt eins zu eins drauf. Und sie ist auch schwenkbar. Das sehen wir hier. Ich kann die Toilette also schwenken, je nachdem, wie man sitzen möchte. Dann, wenn man sie hier öffnet, sieht man jetzt hier, die ist überhaupt noch nicht benutzt. Also ich war noch nicht drauf. Von daher schaut das alles picobello sauber aus. Hier ist, wo der blaue Urinstein ist, da ist der Urinabfluss. Und wenn man eben das große Geschäft machen muss, dann klappt man hier hoch. So. Und dann sieht man drunter, da kann man jetzt reinschauen, da ist noch nichts drin. Da ist dann ein Eimer. Und in diesem Eimer ist ein Müllbeutel, der reißfest ist. Kann man auch bei Perfect Van bestellen oder einfach einen handelsüblichen nehmen. Und da kommt dann das feste Material rein. Und dann geht es wieder zu. Und die Toilette ist schwenkbar. Also das heißt, ich kann sie dann zum Entleeren so herstellen. Oder wenn ich duschen möchte, fahre ich sie bis da rein. Und dann ist hier der Platz frei zum Duschen. Und hier sieht man noch, das ist auch eine Besonderheit. Hier ist die Lüftung eingebaut. Da haben wir jetzt noch die normale Lüftung, die standardmäßige Lüftung eingebaut. Und hier ist dann eine Beleuchtung. Das heißt, wenn die, sieht man dann da unten, wenn also der Urinbehälter schon sich füllt, dann zeigt es das hier an, indem das von innen hinten beleuchtet wird. Man sieht dann den Füllstand der Toilette. Jetzt gehe ich dann nach draußen und zeige euch, wie das von außen ausschaut. So, hier sehen wir den Lüfter von der neuen Trockentrenntoilette, ein SOG. Es gibt aber auch von Perfect Van mittlerweile einen Lüfter, der auch für Dauerbetrieb geeignet ist. Der ließ sich aber so ohne weiteres noch nicht in den Malibu einbauen, weil der Platz etwas beengt ist, wie wir gleich sehen werden. So, hier sehen wir jetzt von außen die Trockentrenntoilette. Hier geht der Schlauch für den SOG. Und dann muss man praktisch hier den Schlauch abziehen von dem Eimer. Und dann nimmt man einfach hier den Urinbehälter raus. Und kann man den super entleeren. Das ist überall möglich. Und hier ist dann der Eimer. Hier ist der Eimer. Der ist jetzt noch unbenutzt. Und das Besondere an dem Eimer ist, dass der von oben, von der Schüssel, wo der blaue Urinstein war, läuft der Urin läuft praktisch in diese Rille rein. Die ist auch patentiert worden, habe ich mir sagen lassen. Und je nachdem, wie man die Kloschüssel dreht, kann es eben sein, dass der Urin da reinläuft oder da, das ist egal, der läuft dann hier rein und wird dann da unten abgeleitet, hier über diese Membrane in den Urinbehälter und hier den kann man abnehmen und dann wird die Mülltüte entnommen, verschlossen und kann überall entsorgt werden. Das heißt, der Vorteil ist, das Ganze ist chemiefrei und ist damit auch in Ländern, in denen keine Chemie für Toiletten verwendet werden darf. Das ist, ich glaube, in Schweden der Fall. Das ist auch in Balkanländern ist das der Fall. Also da ist man dann auf der sicheren Seite und man kann das überall entsorgen. Also der Urin kann in der Toilette entsorgt werden. Der kann natürlich auch irgendwo in den Kanal gegeben werden. Und der Mülleimer kann auch überall entsorgt werden, wo eben Müll entsorgt werden darf. Hier haben wir noch so, das ist ein biologisches Gemisch, das kann man auch bei Perfect Van kaufen. Eine Streu, die dann
auf den Feststoff, wenn das Geschäft erledigt ist, draufstreuen kann. Und dann bindet es den Geruch etwas und sorgt auch dafür für Trockenheit. Aber Wasser kommt ja nicht mehr ins Spiel, weil ja keine Spülung mehr notwendig ist. Und zum anderen der Urin ja abgesondert wird. Und von daher bleibt es dann so, wie es ist. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Thema mit den Gasflaschen. Wir haben ja so wie jeder andere Kastenwagen auch in der Regel 2x11 Kilo Flaschen drin. Und das ist ja in Deutschland, wenn man Gas braucht oder neue Flaschen braucht, unkritisch. Schwieriger wird es dann im Ausland, weil ja keine einheitliche Norm für diese Gasflaschen existiert. Das heißt, man muss dann entweder schauen, dass man genügend Gas dabei hat. Und hier noch dann, aber das ist dann immer blöd, dann hast du eine Flasche, die ist halb voll, brauchst aber vielleicht 2 volle Flaschen, je nachdem. Und dann ist immer die Frage, wo kriege ich unterwegs das Gas her? Und in manchen Ländern kriegst du schlicht und ergreifend unser Gas nicht, das wir in Deutschland haben. Das geht in Österreich, geht es noch, in Südtirol teilweise. Und dann weiter nach Italien rein ist es aus und im Norden schaut es auch anders aus. Also und dann in östlichen Ländern, Kroatien und noch weiter runter, ist es schwierig. Das heißt, langer Rede, kurzer Sinn, wir haben uns entschlossen, uns von den Gasflaschen zu trennen und haben uns befüllbare Gastankflaschen einbauen lassen. Und die schauen wir uns jetzt mal an, wie die ausschauen. So, hier ist unser Gasschrank, der Gaskasten. Den machen wir auf und dann sehen wir hier die fest verschraubten, befüllbaren Gastankflaschen von Alugas. Das ist ganz wichtig, die müssen fest verschraubt sein und dürfen also nicht so ohne weiteres entnommen werden können. Ansonsten haben wir hier einbauen lassen den Duo Control mit Crash-Sensor. Und hier ist noch ganz was Spezielles, nämlich ein Entnahmestutzen, besser gesagt, für unseren Gasgrill. Das heißt, wir haben hier einen Schlauch mit 5 Meter Länge, können den hier einklicken und dann hier entriegeln, aufmachen. Und dann haben wir außen die Versorgung für unseren Gasgrill, was den Vorteil hat, dass wir keine separaten Gaskartuschen mehr mittransportieren müssen, sondern uns praktisch von diesen Flaschen hier bedienen können. Der Einfüllstutzen für das Gas ist hier. Da musste eine Bohrung gemacht werden, aber es ist hier der kürzeste Weg, denn dahinter sind die beiden Gasflaschen. Das heißt, hier an dieser Messingplatte wird der Adapter aufgeschraubt. Und den zeige ich euch gleich. Und hier haben wir den Einfülladapter. Der hier ist für Deutschland. Und die anderen sind dann für andere europäische Länder, weil LPG kann man ja nicht an jeder Tankstelle bekommen, aber dann doch auch im Ausland an sehr, sehr vielen Tankstellen. Und damit kann man sich wunderbar versorgen und muss keine Sorge mehr haben, dass einem während des Urlaubs, während der Reise das Gas ausgeht. Ja, bezüglich der befüllbaren Gastankflaschen kursieren natürlich im Internet und in den entsprechenden Foren, auch auf Facebook, zum Teil die wildesten Gerüchte, ob das überhaupt erlaubt ist. Und dann heißt es oft, ja, diese Flaschen, also den Einbau, den muss der TÜV abnehmen und das muss im Kfz-Schein eingetragen werden. Das ist nach aktueller Rechtslage, ich meine, ich mache hier keine Rechtsberatung, wohlgemerkt, ich bin kein Anwalt und auch kein Experte, aber ich habe mir sagen lassen von der Firma Autarka, wo ich es einbauen lassen habe, und das habe ich auch schriftlich bekommen, dass erstens mal im Kfz-Schein gar keine Eintragung vorgenommen werden kann und zweitens ist nicht abnahmepflichtig und auch beim TÜV ist aktuell keine Gasprüfung vorgeschrieben. Also das heißt, ich hatte jetzt erst vor ein paar Wochen einen TÜV im Dezember 2023 und der hat überhaupt nicht danach gefragt, weil das ja nicht mehr Prüfungsgegenstand ist. Das kann sich natürlich in der Zukunft wieder mal ändern. Das ist aber alles noch so ein bisschen im Schwange. Aber wie gesagt, der Einbau einer befüllbaren Gastankflasche ist nach aktueller Rechtslage nicht genehmigungspflichtig. Das muss halt nur von einem Fachbetrieb vorgenommen werden, dieser Einbau, der auch dazu berechtigt ist, befüllbare Gastankflaschen
einzubauen. Und ich habe auch eine sehr ausführliche Einweisung bekommen, wie ich das zu bedienen habe. Und dann fuhr der Mechaniker mit mir auch zur nächsten LPG-Tankstelle und hat mir dann erstmal die Befüllung vorgeführt und mir gezeigt, wie das geht und worauf man achten sollte. Da kann man natürlich auch Fehler machen. Und so funktioniert das wunderbar. Das ist eine wirklich feine Geschichte, wenn man jetzt einfach hinfährt an die Tankstelle und schraubt den Adapter ein und schließt sich an der Zapfsäule an. Und dann befüllt sich der Tank und der schließt wie der normale Tank auch. Wenn er voll ist, dann macht er zu, hört er auf und dann muss man halt abschrauben und am besten die Nase wegtun, weil sonst kommt beim Abschrauben des Adapters, kriegt man dann ein bisschen Gas in die Nase. Das wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Also es funktioniert super und das LPG kostet, so je nachdem, wo man tankt, um 1 Euro der Liter oder 1,03 Euro. Also das heißt, das Befüllen ist billiger als die Gastankflasche, aber das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil der Einbau der Gastanks und das Material kostet natürlich auch schon ein paar Euro. Und von daher muss man jetzt nicht unbedingt eine Rentabilitätsrechnung machen, weil die schaut erst einmal schlecht aus. Es ist eine reine Zweckmäßigkeitsgeschichte. Wenn man sich den Luxus leisten will, dann ist es eine feine Sache. Also ich würde es nicht missen wollen. Ja, noch eine Kleinigkeit, eine kleine Verbesserung, aber ist sehr, sehr praktisch und zweckmäßig. Das haben wir bei einem anderen YouTuber, bei Jürgen und Ubi gesehen. Das ist eine tolle Empfehlung. Ein Seifenspender für flüssige Seife. Und dann hat man nicht mehr das Getue mit, wenn man das normal herumstellt. Und wenn man wegfährt, muss man es wieder wegtun, sonst fliegt es irgendwo in der Gegend rum. Der ist fest verklebt mit einem doppelseitigen Klebeband und hält gut. Und dann hat man seine flüssige Seife drin. Also eine feine Geschichte. Ja, das nächste spannende Thema ist das Kapitel Wasserhygiene. Da gibt es natürlich unglaublich unterschiedliche Meinungen, auch in den einschlägigen Camperforen. Von ich mache gar nichts, ich befülle halt meinen Frischwassertank, ich stecke einen Schlauch rein, füll auf, 50, 70, 80 Liter und fahre los und wenn es verbraucht ist, ist es verbraucht, dann fülle ich wieder nach. Das ist uns ehrlich gesagt zu riskant, wir hatten da schon mal leichte Probleme mit dem früheren Fahrzeug und haben uns deswegen entschlossen, weil es nicht so lustig ist, wenn man im Urlaub da und aufs Töpfchen muss, dass wir auf die Wasserhygiene achten, was zum einen den Vorteil hat, dass wir sauberes, sogar trinkfähiges Wasser zu uns nehmen können und dabei haben. Und zum anderen hat es den Vorteil, dass die Verschleimung und Verkeimung des Frischwassertanks weitgehend verhindert wird. Wir haben jetzt bei uns in Malibu, den fahren wir jetzt seit 3 Jahren und wir nutzen ihn wirklich intensiv und sind oft mehrere Wochen unterwegs und mehrmals im Jahr. Wir haben in dem Wassertank überhaupt noch keine Verschleimung und keine Verkeimung, weil wir eben die Wasserhygiene sehr hoch angesiedelt haben und ihn jährlich einmal auch ganz gründlich desinfizieren und austrocknen. Und wie die Betankung oder Befüllung des Frischwassertanks vonstatten geht, mit was wir das auch machen, das zeige ich euch jetzt gleich. So, nach mehreren Versuchen sind wir jetzt umgestiegen, ganz neu auf Alpfilter, so den normalen Deckel des Wasserbefülltanks nehmen wir ab und ich schließe dann hier diesen Connector drauf, dann kommt hier die ganze Musik drauf, hier ist ein Wasserzähler, da lege ich größten Wert drauf, dass ich eben weiß, wie viel Wasser tanke ich rein, das ist mir einfach so Auge mal Pi. Zu oberflächlich, weil ich ja auf das Gewicht aufpassen möchte. Und dann kann ich hier genau ablesen am Zähler, wie viel Liter Wasser ich befüllt habe. Dann kommt hier ein Verbindungsstück und hier ist nun von Alpfilter der Filter. Da ist oben ein Nanofilter drin und unten ein Aktivkohlefilter. Das heißt, das Wasser wird also durch 2 Liter durchgesteuert und damit und Alpfilter sagt, es kommen also keine Keime mehr durch und Schmutz sowieso nicht. Und man sieht hier, das ist alles hochwertig mit Messing verschlüssen und hier die blauen Schläuche, das sind also lebensmitteltaugliche Schläuche und da hängt dann hier schließlich dann auch von Alpfilter
einen 10 Meter langen Schlauch an, sodass wir also auch genügend Distanz in Kauf nehmen können, wenn wir Wasser nachfüllen müssen. Ja, und wenn dann der Tank befüllt ist, dann hängen wir in den Wassertank noch von Zertec diesen Filter rein, der schwimmt oben auf der Wasserfläche und sorgt also noch zusätzlich nochmal, dass bezüglich Verkeimung nichts schief gehen kann. Der ist ja noch original verpackt, der kommt jetzt dann demnächst rein, wenn ich wieder losfahre. Ja, dann kommen wir zum Kapitel Elektro. Wir haben hier, ich blende gerade ein, einen Heizlüfter, das ist der Ecomat 2000 Select Heizlüfter mit 230 Volt und 1800 Watt. Der ist sowohl im Winter geeignet für Frostschutz und vor allen Dingen auch zur Luftentfeuchtung. Also selbst wenn er nicht heizen muss und Wärme abgeben muss, ist er auch gut, um Feuchtigkeit aus der Luft zu nehmen, sodass wir dadurch kein Problem haben mit irgendwelcher Wasseransammlung oder Flüssigkeitsbildung. Also das funktioniert auch seit 3 Jahren ganz hervorragend. Wir haben uns jetzt auch, weil uns das Thema Autarkie wichtig ist, hier einen Anschluss einbauen lassen, wo wir jetzt ein USB und 2 USB-C Stecker reintun können, um uns iPhone, iPad, was auch immer aufzuladen. Da darf ich vielleicht noch den Rat geben, weil ich schon in manchen Foren gesehen habe, dass einige gemeint haben, sie könnten hier die Lampe tot machen und die Leitung für den Anschluss verwenden. Da hat also mir mein Elektriker in der Werkstätte dringend davon abgeraten. Er sagt, die Leitung ist zu schwach und er hat deshalb von hier aus hinterm Kühlschrank bis zum Beifahrersitz eine neue Leitung gelegt und ist dort dann mit einer separaten Sicherung in die Aufbaubatterie reingegangen. Ja, dann haben wir uns gleich beim Kauf dieses Malibu beim Händler noch ein Solarmodul aufs Dach bauen lassen, und zwar ein Blackline Solarmodul mit 80er Leistung, und haben eine zweite Aufbaubatterie einbauen lassen, um also sicher zu gehen, dass wir im Falle der Autarkie auch genügend Strom haben und vom Landstrom unabhängig sind. Ja, die nächste Geschichte ist, wie komme ich mit dem iPhone in hier die eingebaute Anlage rein. Hier habe ich ja schon erwähnt, das ist eine Zenec Navigationssystem. Und normalerweise kann man hier an das iPhone ein USB-C-Kabel anschließen und eben dann in einen Stecker reingehen, einen USB-Stecker reingehen. Und das ist mir ehrlich gesagt zu umständlich. Und ich habe festgestellt, dass das relativ unbekannt ist. Ich halte den mal hier ins Video rein. Das ist ein Apple CarPlay Adapter. Und der hat den Vorteil, der hat hier, sieht man, normalen USB-Stecker. Und der erkennt mein iPhone. Also das heißt, ich muss dann das iPhone nicht mehr per Kabel hier mit der Anlage verbinden, sondern wenn ich in das Auto einsteige und ich schalte die Zündung an, dann erkennt dieser Adapter automatisch mein iPhone und zeigt mir dann auf dem Display hier Apple CarPlay an, und ich kann praktisch das Apple Navi und was ich halt hernehme, wunderbar hier auf dem Display meines Navigationsgerätes anschauen. Und das halte ich für einen sehr großen Vorteil. Der einzige Nachteil ist vielleicht nur, wenn man sehr lange Strecken fährt und damit, ich sag mal, mehrere Stunden das iPhone im Betrieb hat, dann saugt es natürlich den Akku leer, weil für den Fall kann man dann immer noch die alte Methode verwenden und dann den USB-C-Stecker ins iPhone reinstecken, dann lädt es auch gleichzeitig. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so die Regel, dass man jeden Tag 6-7 Stunden Kilometer runterfährt und dann das iPhone total ausgelaugt ist.
Ja, unser Malibu hatte im Neuzustand einen Zwischenboden. Der war hier verschraubt über die ganze Fläche der Heckgarage. Das schätzen manche, das ist sehr praktisch. Aber wir haben festgestellt, dass uns das nicht so behagt. Und vor allen Dingen, dass wir halt ja alles, was wir mitnehmen wollen, das ist dann oft hinten in der Garage drin und man kommt schwer ran. Aus dem Grund haben wir dann ein Auszugssystem eingebaut. Ich gehe mal kurz ein bisschen rein, dass man das besser sieht. Und dieses Auszugssystem, es hat praktisch die komplette Tiefe der Garage. Und die Tiefe kann man bestimmen, das ist also nicht, das ist kein Standardmaß, sondern das wird nach Maß angefertigt. Und man kann auch die Breite bestimmen. Und dann ist hier ein Auszug. Und man sieht hier, das geht super. Wenn man so hier zwei 60er Boxen, 60x40, und da bringt man eine ganze Menge rein und schiebt man dann rein. Das ist hier fixiert. Und dann ist das da fest. Und unten haben wir es dann noch ein bisschen höher. Da haben wir dann höhere Boxen. Und da sind dann hinten die Auffahrkeile drin und hier alles, was wir fürs Wasser brauchen und für den Hund und so viele Kleinigkeiten für die Ordnung und Sauberkeit. Und hier in der Garage sieht man, wir haben dann hier Platz. Das ist jetzt bloß im Winter ausgeräumt. Hier kommen dann unsere Stühle, der Tisch und Wäschetrockner und noch ein kleiner Campingtisch. Das ist alles hier hochkant aufgestellt. Dann sieht man da hinten die Zurrbänder und mit diesen Zurrbändern können wir dann hier, sind Befestigungshaken, können wir dann alles festzurren, sodass das Zeug nicht während der Fahrt hin und her fliegt. Das heißt, wir haben damit maximale Staumöglichkeit hier und alles hat seinen Platz und man kommt überall gut hin und muss nicht da x Schachteln und Kartons rumwuchten. Das geht also wirklich wunderbar alles zum Verstauen. Es geht schnell und bereitet keine Umstände. Ja, der Malibu hat wirklich tollen Stauraum und die Frage ist immer, was macht man mit den angebrochenen Wasserflaschen oder mal eine Weinflasche? Und da habe ich eine ganz simple Lösung gefunden. Ich habe hier so ein altes für Ordner und Zeug, so ein altes aus dem Aktenschrank, so ein Regal, und da habe ich mir hier so ein bewegliches Ordnungsmittel gekauft im Campingmarkt. Und hier kann man dann wunderbar Flaschen reinstellen und die sind fixiert und halten und da fällt nichts um. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, die Haken hier von Silvi sind ja auch bekannt. Die haben wir hier, die haben wir im Bad und an verschiedenen Stellen angebracht. Weil sie einfach, man muss keine Löcher bohren und die halten wirklich gut. Also die, da kann man auch einen Bademantel oder was hinhängen und das fällt nicht runter. Also das ist eine tolle Geschichte. Kann man überall anbringen, wo man es. Ja, die nächste Frage, die sich immer wieder stellt, wohin mit dem Küchenroller, braucht man ja. Und wir haben uns dann hier diesen Küchenrollenhalter gekauft. Der ist auch nicht verbohrt, sondern verklebt. Da kann man hier die Küchenrolle drauf tun. Der einzige Nachteil ist, dass dann bei der Fahrt manchmal sich das abrollt. Da haben wir eine ganz simple Lösung hier. Damit ist es fixiert und die Küchenrolle kann sich nicht mehr abrollen und hält. Und man kommt immer noch gut an den Wasserhahn hin. Das ist eine tolle Geschichte, weil wir wollten die Küchenrolle nicht da oben hin machen. Denn da haben wir nämlich immer, das ist ja hier die. Das Tolle beim Malibu, dass man eben dieses Abdeckbrett hier reinstecken kann und dann steht hier immer unsere Kaffeemaschine oder der Wasserkocher drauf. Und diesen Platz wollten wir also für die Kaffeemaschine haben, nicht für die Küchenrolle, weil die hier auch ganz gut passt und nicht stört. Und an den Wasserhahn kommt man immer noch gut hin. Nächste kleine Neuerung oder Optimierung ist dieser Temperaturmesser und Luftfeuchtigkeitsmesser. Der hält wunderbar. Wir haben hier diesen von Silvi, sind diese Magnetkleber, Selbstkleber.
Und da kann man den hintun und der fällt nicht runter und hält wunderbar. Für mehrtägige Aufenthalte haben wir uns ein Garagenzelt oder Küchenzelt, wie man es nennt, gekauft. Also das machen wir immer dann, wenn wir, sagen wir so 3-4 Tage oder vielleicht 5 Tage in einem Ort sind. Haben uns dieses aufblasbare Garagenzelt gekauft. Ich blende es gleich ein. Das hat halt den Vorteil, dass man dann die Stühle, den Tisch kann man rauslassen, der ist wetterunempfindlich, aber die Stühle sollten natürlich, wenn es feucht wird oder wenn es regnet, im Trocknen sein. Dann haben wir einen Hund mit Hundebox, die Hundebox muss man hin und viel Kleinzeug wie der Grill und Wascheimer und weiß der Teufel was alles. Das kann man so alles wunderbar in dieses Garagenzelt reintun. Man könnte sogar drin kochen, wenn man möchte. Und das ist aufblasbar, ist von Obelink Storage Easy Air. Also das ist in ein paar Minuten aufgeblasen und fixiert, dass der Wind nicht davon bläst. Und das haben wir immer dabei. Das braucht auch nicht viel Platz. Das wiegt nur 6 Kilo und braucht nicht viel Platz und ist aber dann doch sehr praktisch. Also das ist gut, wenn man sowas dann für längere Aufenthalte dabei hat. Jetzt haben wir hier noch eine Abdeckung. Hier drunter ist natürlich schwer zu erraten, ne? Die beiden Grillflammen. Und damit diese Platte ein bisschen geschont wird und dass man halt auch Dinge draufstellen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass da was kaputt geht, haben wir hier diese Abdeckung drauf, die ist abwaschbar und sie verrutscht auch nicht. Also das ist ganz gut und man kann da wunderbar auch Gegenstände abstellen. Also das ist so eine kleine Hilfe in der Küche. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit unseren Verbesserungen ein paar Anregungen zum Nachdenken geben. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, was ihr brauchen könnt. Und uns haben die Dinge alle sehr gut geholfen und es ist halt auch praxiserprobt und hat sich für uns auch sehr bewährt. Würden wir so alles wieder einbauen, was wir jetzt so hier gemacht haben in den letzten 3 Jahren. Und wenn es euch gefallen hat, schaut wieder mal bei mir vorbei auf meinem Kanal oder wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, abonniert den Kanal und dann werdet ihr sowieso informiert, wenn es ein neues Video gibt. Demnächst kommt wieder was. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Und alles Gute, viel Freude am Campen. Euer Rudi und Walli-Tour. Servus.